Wir testen mal, was die alte Welt so kann, also archaisch. Und wir sitzen hier auf einem Segelboot, wie es seit Jahrhunderten, vielen Jahrhunderten gebaut wird in Tansania und fahren mit einem mit einfachsten Mitteln gebauten Konstrukt mal hinaus und schauen, was kann so ein archaisches Segelboot, welches Wissen, welches Know-how steckt hier schon drin. Ihr dürft gespannt sein. Ein Rundspant und vorne V-Spant. Als Co-Trainer der Wildwassernationalmannschaft weiß ich, das ist ideal schnell. Und wir haben hier Ausleger und dadurch ist der Tiefgang dieses Seglers außerordentlich niedrig. Das heißt, wir haben kein langes Schwert, sondern man kann hier zwischen den Riffs in Lagunen ganz einfach im allerflachsten Wasser manövrieren. Zugleich haben wir für den Zahnstocher von Mast ein ungewöhnlich großes Segel und eben nur ein einziges Segel für alle Manöver. Der Rumpf ist aus einem einzigen Stamm herausgeschält und dadurch hat man mit der Abdichtung, also die Spanten wasserdicht zu gestalten, kein Problem. Ah, jetzt schauen wir, wie der Meister eine Wendehalse macht, was auch immer er dreht. Genau, jetzt wird das Segel gewendet. Das schauen wir uns jetzt an. Welches Fazit, Learning, nehmen wir mit? Nun, alles Wertvolle ist im Grunde einfach. Was man nicht intuitiv verstehen kann, so sagt man im Empowerment, hat auch nicht Gehalt. Die Frage für uns in Europa zu Hause, wie ist unsere Energieverteilung, unsere Aufwandsverteilung zwischen Essenz, Funktionalität auf der einen Seite und ich sag mal Shishi, Schnickschnack, Ausschmückung auf der anderen Seite. Fokussieren wir uns auf das Wesentliche oder verlieren wir uns in ausschmückenden Details und haben den Kern des Themas noch nicht erfasst? Das können wir hier mitnehmen.